Die Pilzsaison geht endlich los. Und passend dazu gibt es jetzt endlich nach Nachfrage die ersten Pilzlampen, die ich zum Verkauf anbieten kann, guten Gewissens. So, hier sieht die erste Version aus. Dünnschicht Solarpanel im Mini. Hier unten ist der 1,2 Volt Nickel-Metall-Hydrid Akku. Das verkleide ich dann mal noch ein bisschen. Das sieht nicht schön aus. Nee, hier kommt dann noch ein bisschen Moos ran. Aber ansonsten bin ich zumindest erstmal vollauf zufrieden. 2021 habe ich davon das erste Mal Wind bekommen, nachdem ich mit dem Marcel geredet habe. Durch Zufall habe ich da mitbekommen, dass er eine Ansteuerung sucht für seine Pilzlampen, die er baut. Und dann hat er mir mal einen Mustersatz geschickt von den Pilzen. Und dann habe ich mich die letzten Wochen da mal drüber gemacht, das rauszufinden, wie das der Marcel denn gemacht hat, dass die so richtig realistisch aussehen, die Pilze. So, ich denke, das ist mir jetzt gelungen. Und ja, nachdem ich so eine ähnliche Lampe letztens mal schon mal gezeigt habe und danach ganz viele Leute gefragt haben, ob man die denn auch kaufen kann, dann jetzt, hier ist der erste Prototyp, den ich guten Gewissens zum Verkauf anbieten kann. Die technischen Daten von dem Ding sind folgende. Also die drei LEDs brauchen 5 mA, so knapp 5 mA ungefähr. Das heißt, mit dem 2 Amperestunden oder 2,6 Amperestunden Akku ist das sogar 2600 durch 5. Müsstet ihr rechnen, dann wüsstet ihr, wie viele Stunden das Ding nonstop leuchtet. Und das Solarpanel hier, das geht auch bei schwachem Licht. Also das könntet ihr auch im Zimmer irgendwie bei Zimmerlicht die ganze Zeit stehen lassen, dass es ausreichend geladen wird. Ansonsten ist es halt für die Fensterbank gedacht, ne, dass ihr es so an die Fensterbank stellen könnt und dann die Seite zum Fenster hin. Und dann dürfte man das theoretisch eigentlich sogar nonstop laufen lassen können, ohne dass es alle geht. Ich meine, wenn die Batterie jetzt einmal voll ist, dann so und so viele Stunden würde es laufen. Ansonsten liefert das Solarpanel immer mehr Energie, als die LEDs zum Betrieb bräuchten. Das Solarpanel hat eine extra RMF-Charger-Schaltung bekommen. Die ist hier noch ein bisschen zu erkennen. Und hier unter Moos, ich weiß nicht, ob man es hier noch ein kleines, doch, da ist er. Da ist der Ringkern für die Action for Free Schultiefschaltung, die dann die Farbwechsel-LEDs am Laufen hält. Ihr müsst bedenken, das ist ja alles Handarbeit. Ja, so ein Pilz, da ist kein Pilz wie der andere. Das dauert alles seine Zeit. Mein Ziel ist es, so ein Ding dann mal, wenn es alles Handarbeit ist, für knapp 100 Euro rauszuschmeißen. Aber das schaffe ich jetzt noch nicht. Aber vielleicht findet sich ja trotzdem der ein oder andere Liebhaber, der das auch für den Preis haben möchte. Das ist alles Naturmaterial. Ich glaube, das hier, das müsste Birke sein, glaube ich. Ja, genau, eindeutig. Ein Birkenstock, dann ist das hier ein Stück von meinem alten Apfelbaum, der hier im Garten stand. Über Jahre lang getrocknet, also es ist furztrockenes Holz. Das hier, das ist, ich denke, das ist reales Moos, doch. Das müsste
ist reales Moos, ne? Das wird zum Verkauf angeboten, kommt aus Schweden oder Norwegen. Irgend so eine Flechte. Das fühlt sich auch voll real an und vergeht halt nicht, ne? Das bleibt jetzt immer so. Ja. Die Pilze sind ein bisschen ausrichtbar. Ne? Im Stiel hier ist ein Stahldraht mit eingebaut, dass man die so ein bisschen dahin biegen kann, wo man sie hinhaben will. Aber halt nicht zu sehr, weil da auch die dünnen Kabel für die LEDs noch mit reingehen. Theoretisch wären hier sogar die LEDs wechselbar, wer das möchte. Die sind jetzt steckbar ausgeführt. Und man könnte jetzt auch die LEDs gegen eine andere Farbe tauschen. Aber ich weiß nicht, ob das jemand will. Weil alle Farben, naja, je nachdem, welches Ambiente man gerade haben möchte. Aber ich finde es wechselnd immer am schönsten. So, für den ersten Schwung Pilzproduktion kommt auch der hier noch unter den Hammer. Der funktioniert nicht so richtig. Das ist eher was für Liebhaber, die mich so ein bisschen unterstützen wollen. Da hatte ich vorgehabt mit einer UV-LED. Ich weiß nicht, ob ihr es ein bisschen erkennt. Da ist jedenfalls so Material eingearbeitet, was dann im Dunkeln leuchtet, wenn es einmal Licht abbekommen hat. Ja, und jetzt sollte die UV-LED hier drin eigentlich die Aufgabe haben, das Zeug nonstop zu beleuchten. Ich habe es jetzt einen Tag durchgängig laufen lassen. Ihr seht, es hat geregnet. Aber die UV-LEDs, die brauchen dann doch ein bisschen mehr Saft. Das wird dann in späteren Versionen dann geändert werden. Und falls den doch jemand haben möchte, den haue ich für einen halbwegs erschwinglichen Preis hier raus. Hier dran mache ich dann keinen Gewinn mehr. Das ist dann einfach nur so zur Forschungsunterstützung. So, mal gucken, ob das jetzt schon gereicht hat. Ich lade den mal so ein bisschen auf hier. Fürs Treppenhaus wäre es was Cooles, ne? Wenn immer das Licht an und aus geht. Naja. Also mit bloßem Auge erkenne ich es, dass es leuchtet. Hier die Kamera, die kriegt es jetzt nicht gut rüber. Mit bloßem Auge leuchtet er recht schön. Aber die Kamera kriegt es jetzt hier leider nicht so hin. Ja, da müsst ihr euch dann, wer ihn erwerben sollte, überraschen lassen, wie es im Dunkeln aussieht, nachdem er mal Licht bekommen hat. Die nächsten Kappen für die nächsten Lampe habe ich auch schon hergestellt. Also es geht weiter mit der Pilzlampenproduktion. Schaut ab und zu mal hier unten auf meinem Shop vorbei. Da biete ich sie dann an. Und haltet euch ran, weil ich glaube, die Pilzkappen sind echt begehrt. Ich habe die. Ist hier noch jemand? Oder war ich das jetzt? Hier könnte nämlich auch noch jemand sein. Ich habe die Pilzkappen hier draußen zum Trocknen hingelegt, weil am Anfang riecht das Silikon dann ganz schön. Ne, mit der Zeit dunstet es dann aus und später riecht man dann gar nichts mehr davon. Jedenfalls, als ich dann heute früh gucken wollte, waren von meinen 6 gemachten Pilzen noch 5 da gewesen. Und eine so eine große Kappe hat sich Mausi höchstwahrscheinlich geschnappt. Ja, jetzt ist eine von diesen Kappen hier irgendwo unter meiner Hütte oder was weiß ich, wo Mausi das hingeschleppt hat. Die hat es vielleicht als schönen Regenschirm gefunden oder so. Also von daher muss ich mir dann mal noch einen anderen Trocknungsplatz einfallen lassen, weil unter Mäusen sind die Kappen begehrter, als ich dachte. Ja. Sieht doch schon ganz so ähnlich aus wie die originalen Kollegen, finde ich. Aber das Schönste ist immer noch ohne Licht im Dunkeln. Ja, der Probelauf macht mir immer am meisten Spaß. Das ist wie, ich will nicht sagen Fernsehen gucken, aber ja, irgendwie finde ich es schön, nebenbei alle möglichen Farben zu haben, die immer schön. Ach, ihr merkt schon. Ach, also, die hat ihre Wirkung. Definitiv. Ich will gar nichts mehr sagen. Ne, ihr seht es selber. Bis später. Der Pilzlampenmarkt scheint ja momentan
ganz schön hart umkämpft zu sein. Das erste, was einem da hier so um die Ohren geschlagen wird, sind solche schönen Pilzlampen, die von 97 Euro runtergesetzt wurden auf irgendwas 47 Euro oder so. Aber wenn man dann weiter guckt, findet man dieselben Lampen bei eBay für knapp 20 Euro oder je nach Themen auch 12 Euro. Und in der Beschreibung ist da zu lesen, dass es vollkommen aus Kunstharz gefertigt ist. Von daher dürften die bisher konkurrenzlos am Markt sein. Ein Herstellungsvideo diesbezüglich werde ich die nächsten Tage mal machen. Mal bei der anderen Pilzlampe werde ich das mal tun. Dass ihr auch in der Lage seid, euch eure Pilzlampen selber zu basteln. So schwer ist es eigentlich gar nicht, aber es braucht halt wirklich Zeit und Geduld und ein kleines bisschen Sinn für Ästhetik. Je nachdem, also welches Klientel da bedient werden sollte. Und die 1S Lithium-Ionen RMF-Charger-Schaltung hat jetzt auch ein neues Gewand bekommen. Die ist jetzt kompakter geworden, sodass man sie schon so als Modul betrachten kann.